Hallihallo, willkommen zum kleinen Übersichtspaket zum Mod-Update für Version 21 bzw. ja, zum Package-Update. Und ich möchte euch gerne heute ein bisschen zeigen, was wir so an Energieformen jetzt eigentlich auf dem Server haben, denn die Auswahl ist, ja, nicht unbedingt gering. Gut, zunächst einmal gibt es zwei Sachen, die ich zu klären habe. Punkt 1, ich habe Ethylen von Mechanism komplett kaputt genervt, also nicht komplett kaputt, aber es ist jetzt so, dass es meiner Meinung nach in Balance steht mit den meisten anderen Mods. Das sieht man vor allem daran, da ich den Faktor um das 20-fache reduziert habe von dem Output. Es sind noch ein paar andere Sachen offen, wie Biogas, allerdings wird das wahrscheinlich bis zum Release dann soweit gefixt sein. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mal durch, was wir so an feinen, tollen Energiequellen haben. Zunächst einmal natürlich alles, was so normale Brennstoffe sind, also Feststoffe. Die könnt ihr verwerten im Syngas Producer von Advanced Generators. Da könnt ihr die reinhauen als Carbon und kriegt daraus dann das sogenannte Syngas. Das kann man dann halt direkt verballern sozusagen. Dann gibt es natürlich die normalen Kohlegeneratoren in verschiedenster Ausführung. Da hätten wir den Stirling-Generator, hier unten, der normale Stirling-Generator von NIO. Der ist relativ langsam, aber ziemlich effizient. Dann haben wir hier teilweise auch den Heat-Generator von Mechanism. Ist auch sehr effektiv für normale Kohle und so Späße. Ansonsten noch der Generator natürlich von Industrial Craft und Generatoren im Allgemeinen von, keine Ahnung, RF-Tools und so weiter, was die Mods da so mitbringen. Hier gilt vielleicht als interessanter Punkt, dass ich für den Syngas-Producer jetzt noch ein paar Sachen hinzugefügt habe. Und anderem geht jetzt auch von Forestry zum Beispiel Peat, es geht jetzt auch Kokkohlblöcke und Haufen so ein Krimskrams, wo man denkt, ja okay, das könnte man da reinstopfen, es ist ja irgendwie mit Carbon-Gehalt versehen. Na gut, jetzt vielleicht Peat nicht, aber es zählt als Brennstoff, deswegen möchte ich es gerne da drin haben. Und somit könnte man jetzt zum Beispiel mit einer Peat-Farm von Forestry auch schön Syngas produzieren am Ende. Der nächste Punkt, der mich interessiert hat, war, was kann man so aus Lava machen? Lava ist jetzt momentan so der Fall, klar, man könnte jetzt wieder anfangen, den Nether leer zu pumpen oder halt hier, wenn wir jetzt gerade die Oberwelt. Man könnte natürlich auch die Lava einfach nur sammeln oder einfach ignorieren und daraus Obsidian machen. So, aus Energieträger war es, weil damals eigentlich immer bei Industrial Craft mit dem Geothermalgenerator ganz toll dabei. Den gibt es natürlich immer noch. Haut man hier ein bisschen Lava rein und kriegt man 10.000 EU raus für Bucket Lava. So, jetzt habe ich aber noch eine ganz Kleinigkeit hinzugefügt. Und zwar gibt es ja diesen Liquid Heat Exchanger. Da bekommt man aus einem Bucket Lava gleichzeitig die Energie, also auch die 10.000 EU. Ein bisschen mehr Aufwand. Aber man bekommt noch diese Pahoe Lava. Diese Lava ist normalerweise bloß dafür da, dass man sie in die Welt hinsetzt und bekommt dann Basalt raus. Den Basalt habe ich übrigens jetzt zu Chisel hinzugefügt. Also ihr könnt jetzt den Basalt direkt mit Chisel halt umwandeln. Vielleicht nur so als Hinweis, als weiterer Punkt, um an Basalt ranzukommen. Also jetzt kann man jetzt direkt Basalt aus Lava generieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine andere Möglichkeit ist jetzt aber auch, dass ihr diese Pahoe-Lava nehmt und die in den Advanced Generator reinwerft, in diese Gasturbine. Ja, ich habe so das Flüssigkeit hinzugefügt. Es bringt nicht viel EU, also es ist nochmal die Hälfte von dem, was normale Lava hier liefern würde, also effektiv ca. 5000 EU. Das Ganze ist natürlich ein bisschen abhängig davon, was ihr nutzt als Zusatzstoffe oder als Turbinen für die Gasturbinen da. Dementsprechend, das kann natürlich fluktuieren zwischen 4000 und 7000 ungefähr. Aber damit ist schon mal ein weiterer Weg gegeben, um Lava ein bisschen weiter sinnvoll zu nutzen. Ein anderer Weg, und da bin ich jetzt gerade dabei, ist über zum Beispiel den weiteren Liquid Heat Exchanger, wo ihr ja auch dieses Power Lava rausbekommt. Und daraus nutzt ihr dann ja einen Fermenter von Industrial Craft, der auch nicht schwer ist, wenn man ihn verstanden hat. Also im Prinzip braucht man bloß sogenanntes Bio-Chef. Das sieht so aus. Kann man sehr leicht herstellen über einen Macerator. Könnt ihr ein bisschen durchgucken. Und nimmt ihr hier eine Canning Machine, produziert daraus Biomasse. Biomasse kommt in den Fermenter. Der Fermenter arbeitet mit Hitze. Die Hitze kommt halt von einem Liquid Heat Exchanger. Und damit könnt ihr halt
ja, Biogas produzieren. In dem Fall habe ich jetzt ja 20 Eimer gemacht. Der Umrechnungsfaktor ist ziemlich krass. Also deswegen bin ich ja noch am Balancen, dass das dann möglichst auch ordnungsgemäß läuft. Zum Vergleich, ich habe jetzt mal hier einfach ein Bucket in den Semi-Fluid-Generator reingeschmissen von Industrial Craft. Der kann halt auch gewisse Sachen verbrennen, auch von Forestry und so weiter. Und da sind gerade mal 32.000 EU rausgekommen. Und 32.000 EU, man muss aber bedenken, aus einem Biochef bekommt man ein Bucket Biomasse. Und aus einem Bucket Biomasse habe ich jetzt 20 Eimer Biogas erhalten. Also deswegen Biogas, den Faktor, hier noch einen 20-fach-Faktor dazu hängen, dann bekommt man schon auf eine ganz ordentliche EU-Zahl. Und das Ganze halt nochmal mal 4 und dann weiß ich, was hier rauskommen soll, wenn ich das Ganze in den, in der Turbine von Advanced Generators mache. Apropos Advanced Generators. Advanced Generators hat auch ein Heat Exchange System, wo man im Prinzip wie bei Industrial Craft aus Hitze wieder andere Materialien gewinnen kann. Also beziehungsweise aus Lava kann man hier Michael dann joined the Obsidian server. generieren. Mit Wasser produziert man Steam und es gibt dann von den Advanced Generators auch ein Steam-Turbine, wo man die Hitze dann nutzen kann. Das Interessante hierbei ist, man kann zunächst einmal natürlich Lava verwenden. Man kann aber auch von einem Flüssigreaktor von Industrial Craft 2 die Coolant benutzen. Also hier drin hat man einmal den normalen Coolant und man hat Hot Coolant. Und den Hot Coolant kann man hier wieder dann quasi umwandeln zu normalen Coolant und kann dann hier damit einen Kreislauf schließen. Falls man das nicht möchte, kann man über den Flüssigreaktor auch über Industrial Craft gehen. Und zwar geht man dann hier auch über den Liquid Heat Exchanger. Hier packt man dann das Hot Coolant rein und am Ende kommt wieder normaler, ja, normale Coolant raus und das kann man dann auch als Kreislauf hin und her pumpen. Dementsprechend kann man über einen Hitzere, also über einen Fluidreaktor ziemlich coole Sachen mittlerweile machen. Und dadurch, dass ich den jetzt auch mit dem Faktor 2 gebufft habe, liefert jetzt der stabile Reaktor, und dann habt ihr gleich schon mal ein schönes Bild. Dieser stabile Reaktor läuft mit umgerechnet 1000 EU mit den neuen Einstellungen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ungefähr 1000 EU. Also 4011. Ist schon ganz nett. Dieses System läuft übrigens auch in der normalen Flower von Industrial Craft 2, also dem normalen Standardreaktor. Da liefert er dann halt ungefähr die Hälfte nochmal, ich glaube mit 500 EU ungefähr. Also ihr könnt, wie gesagt, mit dem Reaktor hier dann eure Kapazitäten deutlich erhöhen. Dann bekommt ihr, wie gesagt, hier das Coolant und wie ihr mit dem Coolant weiterarbeitet, ist dann halt euch überlassen, entweder über Advanced Machines oder über die Sachen von Industrial Craft. Das ist halt miteinander ganz nett kompatibel. Einziger Nachteil ist, der Industrial Craft Steam und der Steam, der hier von Advanced Generators kommt, der ist nicht untereinander kompatibel und das ist auch, wie ich jetzt im Nachhinein finde, sinnvoll, denn der von Industrial Craft, der Steam, der ist anders zu managen, ganz, ganz anders zu managen und deswegen würde ich da auch sagen, dass das werde ich so lassen, wie es ist. Genau, was haben wir noch Feines? Wir haben die Möglichkeit, über natürlich die ganzen alten Engines von Forestry zu gehen. Allerdings liefern die wirklich relativ wenig Energie. Und dadurch, dass wir halt eine direkte Umwandlung von EU zu Mechanism und zu RF haben, ist auch die Electrical Engine momentan nicht unbedingt das Sinnvollste vom Sinnvollen. Ganz nett dagegen ist noch der Biogenerator. Wenn es dann noch danach geht, hier Bioethanol bzw. Ethanol von Forestry reinzuwerfen, der hat fast den gleichen Wert, glaube ich, wie die Turbine von Advanced Generators. Natürlich kann man bei Advanced Generators noch ein bisschen pushen durch verschiedene Upgrades, aber generell für den Anfang ist der Biogenerator für Ethanol gar nicht mal so schlecht. Genau. Einzige, was ich jetzt nicht so toll finde, ist die Produktion von Ethanol. Vielleicht werde ich da dran noch ein bisschen drehen, denn ich finde, es kommt aus, naja, das muss ich schon mal durchprobieren, aber aus 8 Kartoffeln, wie es da drüben bei Macerator rauskommt, kommt hier, glaube ich, über Forestry deutlich weniger Output. Deswegen werde ich da mal nochmal drüber gucken. Gut, über NDIO gibt es auch ein paar schöne Sachen. Da hätten wir zum einen den Zombie-Generator, der kriegt Nutrient Destillation. Das Zeug ist. Deswegen finde ich es NIO da ein bisschen interessant, weil es anders gebalanced ist. Das Zeug kann man nämlich. Oh Gott, wie wird das geschrieben? Nutrient Distillation. Nutrient, okay. Genau. Das Nutrient Destillation, das produziert man halt im Wet.
über Wasser und dann seht ihr hier Nederwarzen oder verschiedene Köpfe oder ich glaube, hier kommen auch andere Sachen rein. Oder? Naja, genau, Rotten Flesh war noch eine Möglichkeit. Deswegen Neutron Desolation ist gar nicht so einfach ranzukommen. Ähnlich sieht es dann halt auch mit den weiteren Möglichkeiten aus von Ender.io. Da gibt es einmal das Hooch. Das ist quasi der Grundstoff. Liefert auch nicht so ultra viel Energie. Braucht man schon Zucker und irgendwie was dazu. Und dann gibt es noch Rocket Fuel und keine Ahnung, ich glaube Firewater. Und die beiden Sachen liefern schon richtig, richtig viel Energie, auch hier in den Turbinen von Advanced Generators. Aber an die ranzukommen dürfte gar nicht so einfach sein. Also zumindest ist es deutlich schwieriger als vielleicht jetzt über einfache Sachen wie Biomasse oder so Späße. Deswegen, die sind ein bisschen höher angelegt, aber sind, denke ich, ihren Wert, ja, sind auch wert, was sie da liefern könnten. Es gibt hier noch den Combustion Generator bei End.io. Da kommt eine Flüssigkeit rein zum Kühlen und ja, irgendwas zum Heizen sozusagen. Und jedes Mal, wenn du was heizt, wird halt gleichzeitig irgendwie Hitze produziert und das muss halt mit dem Coolant runtergedrückt werden wieder. Da könnt ihr entweder Wasser nehmen oder halt von Forestry gibt es auch Crushed Ice, was halt deutlich effizienter arbeitet. Könnt ihr mal reingucken. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Combustion Generator noch gar nicht geguckt, wie effizient das Ding jetzt eigentlich arbeitet. Aber ich hoffe mal, dass er nicht völlig OP ist. Das ist mal so zu den wichtigen Sachen. Es gibt wie gesagt dann noch ein paar andere Generatoren. Biogenerator ist ziemlich sinnfrei. Der produziert nur aus Biofuel von Mechanismen Energie. Und Biofuel kann man halt auch zu Ethylen umwandeln. Dann bekommt man am Ende doch mehr raus. Deswegen, die Ethylenproduktion lohnt sich schon noch. Aber sie ist halt bei weitem nicht mehr so abartig, wie es jetzt vorher war. Gut, das erstmal so zu den ersten Energiequellen. Einige weitere gibt es natürlich über Solarpower. Da haben wir jetzt auch richtig viele Möglichkeiten. Wird mal ganz kurz mein Inventar clearen. Ja, ich meine natürlich clear. So. So, da hätten wir die normale Solarpaneele von IndustryCraft. Wir hätten die Solarpaneele von IndustryCraft nochmal eine, nochmal eine, nochmal eine. Wir hätten im Angebot eine Solarpaneele von Mechanism und noch eine von Mechanism. Und dann gibt es noch Photovoltaikzellen von Ender.io. So, dann stellen wir die einfach mal alle hier hin. Und dann sehen wir nämlich hier gleich schon die fetten Unterschiede. Und die letzte fehlt noch. Gut. Also die verbinden sich übrigens zu einem Feld, das ist ganz nett von Ender.io. Das ist ja halt so, die kleinste produziert 10 RF, da haben wir 40 und 160. Die 160er ist halt schon boah, ganz nett dabei, wenn man das mal so sagen darf. Die Solarpaneele von Mechanism produziert dauerhaft diese 240 RF. Quatsch, producing 100, 120, so rum. Also genau, ein bisschen weniger sogar als die Vibrant Capacitor. Allerdings muss man bedenken, dass die sauteuer ist. Also die herzustellen ist nie unbedingt so gechillt. Gerade weil man hier ein Enderman Soul braucht, dann hast du nie gesehen. Ist wie gesagt gar nicht so einfach daran zu kommen. Auf der anderen Seite, die produziert schon relativ viel meiner Meinung nach, aber sie verbraucht auch relativ viel Platz. Und die normale kleine Solarzelle von Mechanism ist halt, ja, ganz schnucklig würde ich mal nennen. Mit 20 RF per Tick, also ist jetzt ungefähr in einem Preis oder in einem Kaliberbereich zwischen den ersten beiden und dementsprechend auch relativ günstig herzustellen. So, das ist erstmal so von den Werten her. Und dann haben wir noch IndustryCraft. Da ist es so, die Standard-Solarzelle produziert nur 1 EU, aka 4 RF, was ziemlich wenig ist. Dafür habe ich jetzt auch keine direkte Abhilfe, weil ich möchte die Werte für diese normale Solarzelle nicht ändern. Stattdessen haben wir jetzt halt durch ein Add-on Advanced Solar Panels drauf. Und mit dem kann man dann halt wieder stärkere Solarpaneele erzeugen. Da haben wir, ich glaube, die Advanced Solar, die hat 8 EU und produziert auch 1 EU in der Nacht. Wir haben die Hybrid, die produziert, glaube ich, 64 genau und auch 4 EU in der Nacht oder sowas. Dann haben wir hier die Ultimate, die produziert dann schon 512 EU. Umgerechnet natürlich dann 2000 RF. Und noch eine ganz kranke, die halt 2048 EU liefert. Stopp. 1024 EU. Und die liefert 256, so rum. Also 1000 RF. Und die liefert 4000 RF. Jetzt muss man aber auch den Preis von den beiden hinteren im Hinterkopf behalten.
Denn, Moment, da. Denn der Preis für die Dinger ist abartig. Also, mal kurz reinzugehen, selbst die kleinste kostet bereits ein kleines bisschen Iridium. Also, hier haben wir schon ein Iridium-Ingot. Und das findet man halt nicht überall über diese Iridium-Ores. Dann geht es weiter mit der Hybrid. Die kostet dann halt schon Iridium Enforced Plates. Also auch nicht so ganz billig. Und das wird halt umso kranker, umso weiter man hier aufsteigt. Also die sind dahingehend gebalanced, weil sie einfach sau teuer sind. Genau. Aber für die ersten beiden Stufen oder sowas, oder für die ersten drei Stufen, kann man das Iridium schon noch irgendwo herkriegen. Und 64 EU entsprechen dann auch seine 256 RF. Und das halt auf einem Block. Ist also schon ganz nett und halt auch nicht so ganz einfach ranzukommen. Deswegen, ich denke, die Solarpaneele sind soweit okay. Die Windenergie habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht im Blick gehabt, weil Wind und Wasser hat immer den Nachteil bei den meisten Mods, dass man entweder sehr hoch sein muss oder Wasser muss man halt, keine Ahnung, sau viel Wasser drumherum haben. Deswegen, da müssen die Leute am besten selber entscheiden, ob sie Wasser oder Wind benutzen wollen. Ich finde jetzt eigentlich bloß die Wassermühlen von Immersive Engineering sehr stark. Die von Industrial Craft, die neuen, könnten durchaus auch dort mithalten. Aber alles andere finde ich irgendwie immer ja ein bisschen mau. Und bei Windmühlen sieht es halt so aus, dass ich auch sage, für die Leute, die eine Basis oben auf einem Berg haben, könnte sich eine Windmühle durchaus lohnen. Für alle anderen ist es eigentlich ziemlich sinnfrei. Gut, und damit sind wir, denke ich, soweit durch. Also, wie gesagt, wir haben verdammt viele Möglichkeiten. Wir haben hier übrigens auch bei dem, fällt mir gerade noch ein, für die normalen Advanced Generators in der normalen Gasturbine habe ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen hinzugefügt. Also, neben natürlich dem Forestry-Zeugs gilt jetzt auch noch das, Gott, wie ist das? Seed Oil, wenn ich mich nicht irre. Seed Oil von Forestry. Das funktioniert jetzt da drin. Also, ist halt schon immer in der Biogas-Engine auch möglich gewesen. Liefert ja auch natürlich nicht so ultra viel Energie. Aber wer es verbrennen möchte, bitte. Und genauso gibt es noch Creosote Oil. Das ist auch bekannt durch Raycraft bzw. durch Immersive Engineering. Das kann jetzt auch reingeworfen werden, denn im Raycraft Boiler geht es ja auch. Deswegen, wieso soll es hier nicht gehen? Und so werde ich halt jetzt auch gucken, dass ich nach und nach, wenn ich irgendwelche Brennstoffe sehe, die wir noch nie verwenden, dass ich die hier möglichst sinnvoll mit einbringe, sodass die Leute oder dass ihr Spieler einfach die freie Auswahl habt, was halt irgendwie möglich ist. Also gerade wenn ich das jetzt mit Ethylen sehe, wie stark das war, ja, wie sollte man das anders nehmen, wenn man mit Ethylen gefühlt das 10- oder 100-fache von anderen Energiequellen rauskriegt und der Aufwand trotzdem ziemlich gering ist. Deswegen, genau. Insgesamt denke ich, die Industrial Craft Reaktoren sind auf jeden Fall wieder deutlich besser im Kommen als jetzt vielleicht ohne die Änderungen, weil mit dem Flüssigkeitsreaktor kann man, wie gesagt, einen relativ leichten Reaktor erzeugen. Er ist halt in der Herstellung teuer, aber wenn er einmal läuft, da hat man schon einen ganz guten Output und vor allem kann man sich auch mal darum kümmern, mal das für Kraft ein bisschen weiter voranschreiten zu lassen. Macht, denke ich, so ganz viel Spaß. Genau, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. Das nebenbei ist übrigens hier die neue Wettermod. Ich habe den Schaden durch Zyklonen und Tornados ausgeschalten. Vielleicht wisst ihr auch warum, wenn ihr das so seht. Aber das vielleicht mal so als Vorgeschmack. Des Weiteren kommen, wie gesagt, noch einige andere neue Mods auf dem Server drauf. Das werdet ihr natürlich dann, also in der Liste habt ihr es ja schon gesehen. Im Prinzip besteht dieses ganze Modpack, was ich hier gerade testweise habe, nur aus fast neuen Mods. Na gut, klar, ein paar Sachen braucht man einfach zum Arbeiten, aber sind ein paar nette Sachen dabei und ich denke, ihr werdet damit auf jeden Fall viel Freude haben. Und genau, deswegen würde ich sagen, man sieht sich dann irgendwann im Game.